Geht es Ihnen auch manchmal so, dass Sie das Gefühl haben, diese Welt wird immer absurder? Mir kommt es so vor, als hätte Franz Kafka noch zu seinen Lebzeiten den Auftrag bekommen, schreibt doch mal einen Science-Fiction-Roman, der im Jahr 2024 spielt. Und mir kommt es ein bisschen vor, als wäre das jetzt die aktuelle Realität. Das gilt für die Finanzmärkte, das gilt auch für die Politik. Da haben wir eine völlige Verdrehung von normalen Relationen, könnte man sagen. Wir haben einen unfassbaren Mangel an Urteilskraft in weiten Teilen der Politik, wie auch in den Medien. Und das ganze irre Szenario, das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Ein Analyst hat gesagt, einfach nur noch krank. Und ich finde, da hat er mal in wenigen Worten Dinge auf den Punkt gebracht. Wir starten mal etwa mit Nvidia, starten also mit den Finanzmärkten. Diese Aktie nach Vorlage der Zahlen gestern, ja, zunächst nachbörslich gefallen, weil eben die Umsatzprognose, naja, unter der Schätzung, unter der Erwartung, unter der Flüsterschätzung der Wall Street gewesen ist. Dann aber sehen wir, dass die Aktie heute dann zur Kassabeginn dennoch stark gestiegen ist, hat innerhalb kurzer Zeit von den gestrigen Tiefs bis zur Eröffnung heute mal eben 350 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung wieder hinzugewonnen. 350 Milliarden Dollar ist mehr als sehr, sehr viele Länder auf dieser Welt überhaupt an Wirtschaftsleistung in einem Jahr produzieren. Und das Ganze, weil man sich beeilt hat, das war irgendwie absehbar, dass die ganzen Analysten auf Nvidia springen und ihre Kursziele anheben. Genauso ist es gekommen. Also es fehlt eigentlich keiner in dieser Aufzählung. Und das, obwohl ja die Umsatzprognose enttäuscht hat. Natürlich waren das gute Zahlen. Alles andere wäre ein bisschen seltsam gewesen oder wäre nicht das, was erwartbar war. Die Frage, die ich heute im Videoausblick gestellt habe, war ja, was ist denn mit diesen unbezahlten Rechnungen, mit den Dingen, die offenkundig, das ist unklar, bereits bilanziert sind als Umsatz in einem Quartal, aber schwamm drüber jedenfalls. Wir sehen diese optimistischen Analysten, die sagen, kaufen, kaufen, kaufen. Und Goldman Sachs hatte gestern als Muster, als Matrix für die Reaktion auf die Vorlage der Zahlen eigentlich gesagt, na gut, wenn jetzt die Erwartung getroffen wird mit dem Umsatz von 35 Milliarden Dollar in diesem Quartal, dann dürfte die Aktie 3% fallen. So um und bei war es dann ja auch als nachbörsliche Reaktion. Und dann aber, wie wäre es denn, wenn die Guidance, also der Ausblick, etwa bei 37 Milliarden Dollar läge, und genau da lag er ja, dann müsste die Aktie eigentlich 10% verlieren. Im Maximum waren es, glaube ich, 5% nachbörslich bei Nvidia. Dann aber, wie gesagt, dieser Anstieg, der, wie wir gesehen haben, direkt an so diese obere Trendkanalbegrenzung gelaufen ist. Dann aber war auch schnell wieder Schluss mit dem Anstieg. Und innerhalb von 8 Minuten hat Nvidia 175 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung wieder verloren. Das ist mehr als das Bitcoin-Schneeballsystem von MicroStrategy an Marktkapitalisierung hat. Das Ganze in 8 Minuten, muss man sich mal vorstellen. Was sind da für Prozesse im Gange? Was hat das noch mit einigermaßen rationalen Finanzmärkten zu tun, muss man sich fragen, wenn offenkundig innerhalb von wenigen Sekunden respektive wenigen Minuten ohne neue Informationen, da kam ja nichts, was jetzt irgendwie sozusagen ein Gamechanger gewesen wäre, sondern das war einfach sozusagen der normale Wahnsinn an den Finanzmärkten, der das Ganze hier so hat ablaufen lassen. Und hier sehen wir mal den Chart von Nvidia, hier diesen Docht nach oben. Dann der Abverkauf, dann die Erholung. Das Ganze natürlich, weil Nvidia das absolute Schwergewicht ist mit 3,5, 3,6 Billionen Dollar an Marktkapitalisierung, hat natürlich dann auch den Nasdaq 100 deutlich bewegt. Wir waren bei 20.800 und dann sind wir mal fast 400 Punkte gefallen, auch innerhalb sehr kurzer Zeit, um dann wieder deutlich zu steigen. Also es ist eine Volatilität da, die vielleicht den Rückschluss darauf lässt, dass die Liquidität an den Märkten eher gering ist. Und hier sehen wir jetzt den nächsten Wahnsinn, MicroStrategy, also die Aktie von Michael Saylor, wenn man so will. Die ist 15% im Plus gewesen, um dann plötzlich 10% ins Minus zu fallen, also eine Bewegung von über 20% mal eben zu absolvieren. Der Grund war, dass
Sitran Research gesagt hat, also wir gehen jetzt mal short in MicroStrategy, also in diese Aktie, weil wir long in Bitcoin sind. Wir wollen uns da ein bisschen abhatchen und wir alle wissen, MicroStrategy ist in etwa das Dreifache dessen wert, was man faktisch an Bitcoins akkumuliert hat in diesem Schneeballsystem. Und dieses Schneeballsystem funktioniert eben so, du kaufst Bitcoin auf Pump, also nimmst du Kredite. Und dann kaufst du Bitcoin auf Pump, dann steigt Bitcoin, wenn du Glück hast, dann kannst du, weil deine Assets mehr wert werden, weil du praktisch werthaltiger geworden bist, mit dem Anstieg von Bitcoin kannst du noch mehr Schulden machen und noch mehr Bitcoin kaufen und so weiter und so fort. Und so geht das Ganze munter weiter. Wir hatten ein ähnliches Muster übrigens damals vor der Krise 1929, nur in kleinerem Maßstab. Da haben viele Privatinvestoren eben auch gesagt, boah, die Aktienmärkte, die steigen ja immer, also nehme ich Kredit auf und kaufe Aktien. Und das Ganze geht natürlich so lange gut, wie die Aktien steigen oder Bitcoin steigt. Wenn aber das Gegenteil der Fall ist, und das war dann damals mit der Wirtschaftskrise 1929 der Fall, dann werden die Aktien respektive, könnte auch Bitcoin weniger werthaltig werden, dann werden die Kredite notleidend, die Kreditgeber sagen, oh, deine Sicherheit ist nicht mehr entsprechend, und dann ist das Spiel vorbei. Und das sehen wir sozusagen jetzt als Normalfall, wo alle sagen, ja, Fugmann, warum regst du dich drüber auf? Ich gönne ja jedem die Gewinne mit MicroStrategy und mit Bitcoin. Ist alles gut, da freue ich mich eher. Allerdings finde ich es merkwürdig, dass es vor allem Leute sind, oder was ist merkwürdig, sogar erklärbar, dass es vor allem Leute sind, die eben das Platzen der Dotcom-Blase nicht erlebt haben, die das Platzen der Immobilienblase nicht erlebt haben, dass dann in der Finanzkrise eine Eskalation fand. Das sind diese Leute, die jetzt sagen, wieso, steigt doch, ja, es steigt, aber die Risiken, die Instabilität des Systems wird dadurch immer größer, die Lage wird immer absurder, und plötzlich ist einer dazwischen gegrätscht, der als einer der führenden Bitcoinistas gilt, nämlich Mr. Novogratz. Der sagte, also da wird eine Korrektur jetzt mal bei Bitcoin kommen. Crypto is leveraged to the gills. Also diese extreme Hebelwirkung, wie sie zum Beispiel ein Michael Saylor von MicroStrategy hat, das ist letztendlich hochgefährlich, kann zu extremen Bewegungen führen, wenn die Hochgehebelten dann mal sich enthebeln müssen. Und das wird früher oder später passieren. In Sachen Bitcoin wollte ich nochmal sagen, wird ja immer gesagt, Fugmann, du verstehst es nicht. Mir ist das Grundprinzip schon klar. Ich hatte mit Roman Reher, Blocktrainer und so weiter, der ein super Typ ist, ein super netter Typ ist, Interviews gemacht. Wir haben uns das eine oder andere Mal auch unterhalten. Und was klar ist, und das will ich ja überhaupt nicht leugnen, Bitcoin, so hat mir heute jemand aus der Schweiz geschrieben, hat 2008 ein 70 Jahre altes Problem der Informatik gelöst. Es ist die Nicht-Kopierbarkeit und damit Nicht-Veränderbarkeit im digitalen Raum. Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt, gar keine Frage. Du kannst also nicht, wie wenn du am Rechner sitzt, mal eben eine Datei kopieren oder ein Bild kopieren, vervielfältigen. Das ist natürlich schon eine gewisse Genialität. Ein anderer User hat mir geschrieben, der Use Case von Bitcoin ist nach Land unterschiedlichen Ländern mit sehr hoher Inflation, kann Bitcoin sozusagen als Währung, als Tauschmittel genutzt werden. In anderen Ländern eignet sich Bitcoin besser als Wertaufbewahrungsmittel auf lange Sicht. Fluchtmöglichkeit vor korrupter Regierung und so weiter und so fort. Ja, alles gut, alles richtig, aber das Problem ist, wie willst du denn ein solches Asset bewerten, das im Grunde ein Eintrag in einer Datenbank ist, also ein rein elektronisches Phänomen sozusagen. Ist Bitcoin eine Million wert oder 100.000 oder 2 Cent wert? Das ist eben praktisch nicht entscheidbar. Und das kann ich aber zum Beispiel am Aktienmarkt oder bei einer Aktie durchaus entscheiden. Da kann ich sagen, naja gut, diese Firma hat so und so viel Eigenkapital, die Firma macht so und so viel Umsatz, die Firma macht so und so viel Gewinn und ist bewertet mit so und so. Und das kann ich abgleichen und da kann ich zu vernünftigen Resultaten kommen. Das kann ich auch bei Währungen machen. Wenn ich den Dollar habe, den Euro habe, dann kann ich gucken, welche Wirtschaftskraft steht hinter diesem Währungsraum, wie ist die Zinssituation, wie ist die Inflation, was ist das Zusammenspiel dieser makroökonomischen Faktoren, Kaufkraft, Vergleiche anstellen, kann ich mir zum Beispiel ein Big Mac in Deutschland kaufen, was
müsste der in der Schweiz kosten oder was müsste der in den USA kosten und so weiter. Also da habe ich eine rationale Grundlage. Bei Bitcoin habe ich keine rationale Grundlage und letztendlich basiert das System darauf, dass andere bereit sind, eben einen höheren Preis für Bitcoin zu bezahlen, damit der Preis weiter steigen kann. Das ist ja das Skurrile eigentlich und das ist eben eine Situation aus meiner Sicht, die, die Bewertbarkeit dieses Assets, dem ja die Zukunft gehört, ganz unbedingt, wie ich immer wieder erfahren muss aus den Kommentaren, die das Ganze so schwierig macht und im Grunde als Spekulationsasset eben jetzt auch diese absurden Anstiege zeigt, weil man jetzt eben plötzlich sagt, naja, aber guckst du, könnte doch Reservewährung werden. Jetzt die führenden US-Politiker in der Trump-Administration, die sind doch pro Bitcoin. Aber kommen wir noch mal zurück in diese Kombination Aktienmärkte, Liquidität, Bitcoin, dann sehen wir, dass eigentlich die Liquiditätslage an den Märkten, die ja eigentlich für die Finanzmärkte entscheidend ist, Aktienmärkte steigen, wenn viel Liquidität da ist, Aktienmärkte fallen, wenn wenig Liquidität da ist, haben wir in Corona gesehen, Wirtschaft, Lockdown komplett am Boden, aber Notenbank, Zinsen auf Null, Quantitative Easing, Anleihen kaufen, also steigen die Aktienmärkte, obwohl praktisch keine Wirtschaftstätigkeit mehr der Fall war. Und hier sehen wir, dass eigentlich die Liquidität nach unten gegangen ist, deutlich. Das hat aber Bitcoin, das normalerweise diesen Liquidität Parametern sehr deutlich folgt, überhaupt nicht mitgemacht, sondern es steigt, weil da eben jetzt ein bisschen Frenzy im System ist und das dürfte vielleicht auch die FED bemerken. Und bemerkt haben jetzt auch die US-Medien, dass da wohl eine Konfrontation bevorsteht zwischen Seth Donald, der ja sehr wahrscheinlich die Zinsen gesenkt sehen möchte, und der FED, die da immer zögerlicher wird. So hat heute etwa Barkin gesagt von der Richmond FED, also die USA sind anfällig für Inflation Shocks. Das deutet darauf hin, dass man vorsichtiger werden wird und diese Inflation Shocks sind natürlich ein Codewort für das, was Trump vorhat mit den Zöllen. Warum wird er die Zölle einführen? Weil er die Steuern senken will. Wenn du die Steuern senkst, dann hast du weniger Einnahmen, brauchst du andere Einnahmen, musst du Zölle einführen. Auf der anderen Seite hast du dann dieses Kuddelmuddel in der US-Regierung oder bei denjenigen, die jetzt an wichtigen Positionen sitzen werden, wie Elon Musk, der Javier Milei aus Argentinien dafür lobt, dass die Zölle eben abgeschafft wurden. Bei Trump hat er noch nicht so ein Problem und so ist diese gesamte US-Administration komplett in sich gespalten, könnte man formulieren. Wir haben heute übrigens auch interessante Daten bekommen. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe waren besser, aber die Folgeanträge, die vielleicht für die Gesundheit des Arbeitsmarktes relevanter sind, weil sie sozusagen zeigen, wer ist denn länger arbeitslos? Und je mehr Leute länger arbeitslos sind, umso wichtiger, umso tiefgründiger ist die Aussage über den Arbeitsmarkt. Wir sehen, das driftet auseinander. Die Erstanträge sind nach unten gegangen, aber die Folgeanträge, die sind nach oben gegangen. Und wir sehen, da gibt es durchaus einen Trend nach oben schon seit einiger Zeit. Im Grunde seit 2023, Ende 2023, begann der Anstieg dieser Folgeanträge. Also das wird eine interessante Entwicklung werden. Warum haben die Amerikaner Trump gewählt? Weil sie sagen, wir kommen nicht mehr mit diesen hohen Preisen. Wir sehen die Wirtschaft als nicht wirklich florierend an. Die absolute Mehrheit der Amerikaner war ja fest der Überzeugung, dass die USA in einer Rezession sind. Und da sehen wir nochmal einen weiteren absurden Abgleich. Wir sehen, dass die Gewinnerwartungen deutlich fallen, aber die Aktienkurse weiter steigen. Das ist dann nur getrieben durch sogenannte Valuation Expansion, also durch die Ausweitung von Bewertungen. Auch das geht gut, bis es eben nicht mehr gut geht. Das ist, wie wir gesehen haben, mit Bitcoin respektive mit diesem gehebelten Kreditpumpsystem, dann Bitcoin kaufen von Michael Saylor von MicroStrategy. Insgesamt sehen wir ja sehr viel Geld jetzt seit dem Sieg von Trump in die Märkte geflossen. Links die Grafik zeigt ein Wochengeldfluss in Equities der USA, also in Aktien. Rechte Grafik zeigt Fluss in die großen Megacaps, also die Tech-Werte in den USA. Just buy, kauft doch einfach nur. Dennoch sehen wir doch einiges rot, auch bei den Tech-Werten. Vor allem Google sticht hier raus, Nvidia, die ja sehr volatil ist, heute mal ins Plus gedreht ist, deutlich, dann wieder deutlich ins Minus gedreht ist. So sehen wir den Russell sehr positiv, der Nasdaq, naja, weiß nicht so genau, der Dow Jones ist deutlich im Plus, aber nochmal Google, hier sehen wir, dass die Aktie 6% im Minus ist.
zweitschlechtester Tag in diesem Jahr. Und das eben, weil es das Justizministerium der USA ernst meint und sagt, Google, du musst deinen Chrome verkaufen. Und Chrome ist der Browser schlechthin. Gut zwei Drittel aller User nutzen Chrome. Dagegen ist etwa Microsoft Browser, der Bing, der wirklich auch schlecht ist, praktisch überhaupt keine Konkurrenz mehr. Und das ist für Google katastrophal, weil da ist eine ganze Wertschöpfungskette hinter Chrome. Da kriegst du die Daten, die du dann wiederum verwerten kannst und so weiter und so fort. Die brauchst du eigentlich auch für KI-Schulungen oder für Training deiner KIs und so weiter und so fort. Schauen wir uns nochmal das Sentiment an und wir sehen, die Bullen sind ein bisschen weniger geworden, die Pessimisten, die Bären sind mehr geworden. Ich vermute mal, das sind alles bei den Privatinvestoren, das sind alles Anhänger der Demokraten, der US-Demokraten, die jetzt weniger optimistisch sind, der Index der Vermögensverwalter, die Investitionsquote nach wie vor praktisch unverändert hoch. Und meine Damen und Herren, jetzt eine gute Nachricht, eine optimistische Nachricht. Ab dem 3.12. gibt es bei McDonald's wieder den McRib. Und die Amerikaner lieben ja Statistiken und haben nachgewiesen, dass wenn es den McRib gibt, dann der S&P 500 besser performt. Ist das nicht eine großartige Nachricht, meine Damen und Herren? Also der McRib wird die Welt retten, genauso wie der Elon Musk, der ja das Budget reduzieren will, was dann wiederum Liquidität senken würde. Das sollte man an der Wall Street vielleicht auch mal mit bedenken. Aber jetzt ist plötzlich nicht mehr die Rede von 2 Billionen, sondern nur noch von 500 Milliarden Dollar. Also man wird ein bisschen bescheidener, hat vielleicht gemerkt, das Ganze wird gar nicht mehr so funktionieren. Und wo will man denn anfangen? Social Security, Health? Health vielleicht wird man was machen, aber Social Security, das kann Unruhe in der Bevölkerung letztendlich auslösen. Im zweiten Teil, meine Damen und Herren, da widmen wir uns den Entwicklungen geostrategisch, Ukraine-Krieg und vor allem die immer absurder werden der Situation in Deutschland. Ich packe Ihnen den Link zum zweiten Teil, der das Ganze rund macht und der den Bezug zu Franz Kafka setzt, wieder unter das Video. Ich bin optimistisch, Sie gleich wieder zu sehen und sage unbedingt reinschauen. Bis gleich.